Ich darf den Abgeordneten Greiner als Fragesteller zur Begründung der Anfrage, die gemäß § 93 Absatz 5 der Geschäftsordnung 20 Minuten nicht überschreiten darf, das Wort erteilen. Herr Abgeordneter, bei Ihnen steht das Wort. Erster Redner Kajan Greiner von der SPÖ. Er wird die dringliche Anfrage an den Bundeskanzler, der auch schon auf der Regierungsbank sitzt, verlesen. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute vor 2 Jahren ist das Ibiza-Video veröffentlicht worden, bekannt geworden. Wir erinnern uns alle an das Sittenbild, das wir hier gesehen haben, das der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der damalige Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus, offenbar bereit waren, gegen Geld mehr oder weniger alles zu tun, zu verkaufen, Gesetze, Positionen, Aufträge, öffentliche und so weiter. Wir als Opposition haben uns natürlich die Frage gestellt, war das nur ein Sittenbild, war das nur ein Vorsatz oder ist es tatsächlich passiert? Und wir haben deswegen gemeinsam die Sozialdemokraten mit den NEOS hier bei der ersten Gelegenheit, das war im Dezember 2019, einen Untersuchungsausschuss Gegenstand hier definiert und eingebracht, wo wir uns ansehen wollten, die mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. Ist das tatsächlich umgesetzt worden in der Praxis? Und nach einem Jahr in etwa Befragungen und Arbeit im Untersuchungsausschuss kann man hier auch noch nicht Bilanz ziehen. Das werden wir im September, spätestens im Dezember machen, wenn der Endbericht vorliegt. Aber man kann schon einiges sagen, was der Untersuchungsausschuss gezeigt hat. Ich bringe nur 3 Beispiele, weil es hier eine Partei gibt, die der Meinung ist, da kommt ja nichts heraus. Die anderen 4 Parteien haben sehr, sehr viel dazugelernt. Die eine Partei nicht, aber ich darf Ihnen 3 Beispiele bringen. Das erste Beispiel ist der Bereich der Privatkliniken. Hatten wir gar nicht am Radar, bevor der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, bevor die Arbeit begonnen wurde. Was sind die Fakten bei den Privatkliniken? Wir wissen heute, es gab einen FPÖ-nahen Betreiber, der hat an Strache, ich glaube, 10.000 Euro gespendet und wir haben das SMS von Strache an diesen Betreiber, welches Gesetz soll ich für dich ändern? Auf der anderen Seite haben wir 2 Spenden eines ÖVP-nahen Betreibers aus dem Raiffeisenkonzern, 50.000 Euro an die Kurz-ÖVP und wir haben das E-Mail des Geschäftsführers dieses Betreibers von Privatkliniken an Strache, wo er schreibt, beiliegenden Gesetzestext habe ich mit Löger und Blümel abgestimmt. Und Faktum ist, dieser Gesetzestext wurde dann hier auch beschlossen und Faktum ist, der ÖVP-nahe Betreiber hat pro Jahr aus öffentlichen Mitteln dadurch 5 Millionen Euro Gewinn gemacht. 5 Millionen Euro pro Jahr. Das ist das, was Fakten auf den Tisch gelegt worden sind. Die unabhängige Justiz ermittelt. Es gibt hier Beschuldigte, teilweise schon Angeklagte. Und die hier von der Justiz genau untersucht werden, sind Strache, der FPÖ-nahe Betreiber, aber auch der ehemalige Finanzminister Löger und der ÖVP-nahe Betreiber einer Privatklinik aus dem Raiffeisenkonzern. Das ist etwas, das ist zum Beispiel neu im Untersuchungsausschuss herausgekommen. Das hatten wir vorher alle nicht am Radar. Spende, Gesetz und Vorteil für den, der gespendet hat. Ob es strafrechtlich relevant ist, wird die Justiz entscheiden. Aber alleine politisch, dass es diese Abläufe gibt, ist etwas, worüber wir alle darüber reden sollten, wie wir sowas in Zukunft verhindern können. Der zweite Bereich, Novomatic zahlt alle. Wir sind in den Untersuchungsausschuss reingegangen, weil wir davon ausgegangen sind, es hat so etwas gegeben wie einen Deal zwischen der Novomatic und der FPÖ. Auf der einen Seite wird ein FPÖ-naher Manager, der Herr Siedlow, bei den Casinos Vorstand. Auf der anderen Seite setzt sich die FPÖ für Gesetze ein, für Lizenzen ein, die der Novomatic zuträglich sind.
Was wir aber aus den Akten und den Unterlagen im Untersuchungsausschuss gesehen haben, ist, dass die Verbindungen zwischen der ÖVP und der Novomatic zu jedem Zeitpunkt wesentlich dichter und enger waren als jemals mit der FPÖ. Die Novomatic und die ÖVP waren schon auf Du und Du, da war die Novomatic mit dem Herrn Strache noch per Sie. Und das, was wir sehen, ist, das ist nicht nur der Herr Sobotka, die Verbindungen zur Novomatic, das ist nicht nur der Herr Blümel, das ist nicht nur der Herr Kurz, das sind ganz, ganz viele in der ÖVP, die ganz enge Verbindungen hier haben. Ich weiß, das macht Sie nervös. Ich kann nur sagen, der Novomatic-Vorstand Neumann ist beim Herrn Kurz im Bundeskanzleramt ein- und ausgegangen. Und das, was wir sehen, ist, dass die ÖVP im Finanzministerium hinter dem Rücken der FPÖ, und das war so, ein Glücksspielgesetz vorbereitet hat. Das wäre für die Novomatic wie Weihnachten und Ostern gewesen. Da haben wir alle Fakten am Tisch. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass die Novomatic im Gegenzug die ÖVP-Vertreter Rottensteiner, Pröll und ihre Stellvertreterin, Herr Bundeskanzler, die damalige Glatz-Kremsner, in den Vorstand bzw. in den Aufsichtsrat gewählt haben. Das sind die Fakten, die wir haben. Die Justiz untersucht noch, ob es auch Geldflüsse gab, neben den Geldflüssen zum Sobotka-Verein, ob es auch direkte Spenden oder sonstige Sponsorings und Zuwendungen direkt an die ÖVP gegeben hat. Da habe ich Vertrauen, dass die Justiz sieht, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber das ist neu, das hatten wir nicht am Radar. Und nur ein dritter Bereich, nämlich die Schredder-Affäre. Das freut Sie besonders, ich weiß. Drei Tage nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos kommt der Auftrag, Festplatten zu schreddern. Nicht wie es gemacht wird normalerweise, sondern unter falschem Namen, ohne die Rechnung zu bezahlen und an den Beamten und Sicherheitsstandards des Bundeskanzleramts vorbei. Die Ermittlungen wurden dann eingestellt, weil es falsche Angaben gab von einem ehemaligen Kabinettsmitarbeiter von Herrn Kurz, der nämlich dort gesagt hat gegenüber der Justiz, es wurden nur Druckerfestplatten geschreddert. So. Der Untersuchungsausschuss hat in detektivischer Arbeit nachgewiesen, dass nicht 5 Druckerfestplatten geschreddert wurden, sondern nur 3 und 2 Laptop-Festplatten. 2 Laptop-Festplatten wurden geschreddert. Das hat der Untersuchungsausschuss hier nachgewiesen und die Justiz hat diese Ermittlungen wieder aufgenommen, weil wir hier zutage gefördert haben, dass das, was die ÖVP ein Jahr lang behauptet hat, nämlich das waren nur Druckerfestplatten, unwahr war. Das war einfach nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es waren 3 Druckerfestplatten und 2 Laptop-Festplatten. Und das, was ich nicht nur ich mir die Frage stelle, sondern ganz Österreich, ist, was war auf den Laptop-Festplatten oben und wo sind die 2 fehlenden Druckerfestplatten? Und damit komme ich zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Weil es geht hier auch um die Frage, wie Sie mit der Wahrheit umgehen. Und beim Schreddern, bei der Schredder-Affäre haben Sie persönlich ein Jahr lang immer wieder behauptet, es waren nur Druckerfestplatten. In der Zwischenzeit wissen wir, das war nicht die Wahrheit. Die Wahrheit sieht anders aus. Es waren 2 Laptop-Festplatten und nur 3 Druckerfestplatten. Ich stelle mir die Frage, wieso haben Sie so einen schlampigen Umgang mit der Wahrheit? Ich kann jetzt gar nicht die ganze lange Liste von Ihrem schlampigen Umgang mit der Wahrheit hier referieren, aber lassen Sie mich noch 2 Beispiele bringen. Das nächste ist die Wahlkampfkosten. Wir haben ein Gesetz, das schreibt fest, wie viel Geld eine Partei ausgeben darf für den Wahlkampf. Und wir haben ein erstinstanzliches Urteil, wo drin steht, die ÖVP hat bewusst und absichtlich doppelt so viel Geld ausgegeben, als das Gesetz erlaubt.
Das ist das Urteil. Und das Zweite, was da drin steht, ist, die ÖVP hat absichtlich die Öffentlichkeit und uns alle darüber getäuscht und hat die Unwahrheit gesagt von Anfang an. Das ist ein erstinstanzliches Gerichtsurteil. Und das dritte Beispiel ist das, über das ganz Österreich spricht. Das ist Ihre Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. Sie haben dort ein Bild gezeichnet, als es um die Bestellung vom ÖBAG-Vorstand Schmidt gegangen ist, als ob Sie aus den Medien oder am Rande informiert gewesen wären. Ab und zu hat Sie jemand um Rat gefragt. Seit den Chats, die aufgetaucht sind, wissen wir, das war Chefsache. Sie hatten die Endentscheidungen und Sie haben am Schluss die Fäden gezogen. Und das ist mehr als ein schlampiger Umgang mit der Wahrheit. Das ist einfach unwahr, objektiv unwahr, was Sie im Untersuchungsausschuss gesagt haben. Ob Sie das absichtlich getan haben oder unabsichtlich, das wird die Justiz beurteilen. Aber ich sage Ihnen schon eines heute. Wenn es zur Anklage kommt, gibt es nur eines, was Sie machen können, nämlich den Konsens, den es seit 1945 gibt, zwischen allen politischen Parteien, den Sie noch vor kurzem eingefordert haben, als es Ermittlungen gegen den damaligen SPÖ-Bundeskanzler gab. Da haben Sie als ÖVP gesagt, bei der Anklage, dort ist die rote Linie, da muss er zurücktreten. Und diese rote Linie gilt für uns, für alle. Die gilt nicht nur für SPÖ-Bundeskanzler, sondern die gilt für alle Bundeskanzler, für alle Regierungsmitglieder und auch für die Landeshauptleute. Ich weiß nicht, ob es Abraham Lincoln gesagt hat, aber es gibt ein Zitat: Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. So gib ihm Macht. Und dann sehen wir uns doch an, wie der Bundeskanzler Kurz mit dieser Macht umgeht. Wie geht er damit um, mit seiner Macht, wenn er kritisiert wird, wenn es um seinen Umgang mit Kritikern geht? Wir wissen alle, die Kirche hat die Bundesregierung kritisiert für ihre Asylpolitik. Was passiert dann? Wie geht der Herr Bundeskanzler damit um? In seinem Auftrag geht der Herr ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, der Herr Schmidt, das ist übrigens der Herr selbe Schmidt, der jetzt Vorstand der ÖBAG geworden ist, zur Kirche, in seinem Auftrag und meldet ihm dann am Tag, heute ist dieser Termin und wir werden ihm die volle Packung rüberlegen. Wir werden der Kirche vorrechnen, was wir alles verändern können an den Steuergesetzen und an den Förderungen, wenn sie unbotmäßig agieren. Und was ist die Antwort des Herrn Bundeskanzlers? Er sagt, ja, super, bitte Vollgas. Schüchtern. Da fehlen einem die Worte, da haben Sie recht. Aber schüchtern Sie meine Kritiker ein. Das ist die Art und Weise, wie Sie damit umgehen. Und der Herr Schmidt, der berichtet auch, was war. Und der sagt ja dann auch, der Bischof, wir haben ihn genau eingeschüchtert und am Anfang war er rot, dann blass und dann zittrig. Am Anfang war er rot, dann blass, dann zittrig. Und wie reagiert der Herr Bundeskanzler? Er sagt, super, danke vielmals. Das ist Ihr Charakter, wie Sie mit der Macht umgehen. Und das ist kein schönes Bild. Und wir können uns ansehen, wie Sie mit dem Parlament, mit der Demokratie umgehen. Das sehen wir in diesem Untersuchungsausschuss. Kaum haben wir vorgelegt, den Untersuchungsgegenstand, was hat die ÖVP gemacht, damals noch unter Mithilfe der Grünen, die in der Zwischenzeit geläutert sind. Zumindest ist das mein Eindruck Ihrer Arbeit im Untersuchungsausschuss. Was haben Sie gemacht? Sie haben zensuriert den Untersuchungsgegenstand und haben mehr oder weniger gesagt, ihr dürft nur anschauen, was die FPÖ gemacht hat. Was die ÖVP gemacht hat, das dürft ihr nicht anschauen, liebe Opposition. Der Verfassungsgerichtshof hat dann entschieden, nein, es ist auch das Recht der Opposition anzusehen, was die ÖVP und was unter der Verantwortung von Bundeskanzler Kurz hier passiert ist. Das ist ihr Umgang.
Für jeden Akt, jedes E-Mail, jeden Kalendereintrag müssen wir bis zum Verfassungsgerichtshof gehen, dass der uns Recht gibt und verpflichtet zum Beispiel den Finanzminister Blümel, dass er uns Akten und Unterlagen liefern muss. Und was macht der Finanzminister? Er druckt sie aus, stellt sie in den Keller und wartet 2 Monate lang, bis etwas passiert. Der Bundespräsident hat es gesagt, das gab es noch nie in Österreich, bis der Bundespräsident quasi mit der Polizei vor der Tür steht als Exekutor. Dann liefert er erst die Akten. Das ist Ihr Umgang. So nützen Sie Ihre Macht aus im Umgang mit der Demokratie. Und wie ist Ihr Umgang mit dem Rechtsstaat, mit der Justiz? Bereits im Jänner vor einem Jahr haben Sie begonnen, diese Attacken zu reiten. Sie persönlich in einem Hintergrundgespräch, wo Sie davon gesprochen haben, dass die Justiz und die Staatsanwaltschaft irgendwelche Netzwerke bilden würden, die aus parteipolitischen Gründen gegen Sie agieren würden. Und Sie haben noch vor wenigen Wochen den Kollegen Wöginger, die Frau Ministerin Edtstadler in Eilpresskonferenzen ausgeschickt, um die Justiz einzuschüchtern, um die Justiz zu attackieren, weil sie wissen, dass sie ermitteln und unabhängig ermitteln. Und sie, das ist ihr Umgang, das ist die Art und Weise, wie sie mit ihrer Macht umgehen. Und sie haben sogar vorgelegt ein Papier, dass sie die Staatsanwaltschaft zerschlagen wollen und unter Kuratell liegen sollen. So gehen sie mit ihrer Macht hier um. Das ist kein gutes Bild. Und weil Sie heute sagen, die Pandemiebekämpfung ist an erster Stelle und die Opposition hat nichts Besseres zu tun, als hier zu kontrollieren, sage ich Ihnen eines, die Kollegin Crispe und ich haben beim ersten Lockdown haben wir vorgeschlagen, dass wir für 3 Monate beim Lockdown unterbrechen. Da war die ÖVP noch dafür. Die Kollegin Crisper und ich haben im Oktober dasselbe vorgeschlagen beim zweiten Lockdown. Alle Parteien waren gesprächsbereit, nur eine Partei nicht, nämlich die ÖVP. Die ÖVP wollte, dass der Untersuchungsausschuss weitergeht und nicht, dass wir ihn unterbrechen, wie wir das beim ersten Lockdown gemacht haben. Aber ich sage Ihnen, das ist auch kein Problem, weil ein Rechtsstaat ist nie lästig. Kontrolle ist nie lästig und auch die Wahrheit ist in einer Demokratie nie lästig. Nie. Wenn wir uns ansehen, wie Sie mit Macht umgehen, Herr Bundeskanzler, sage ich Ihnen, ich sehe bei Ihnen immer 2 Gesichter. Es gibt das eine Gesicht, wann die Kameras eingeschalten sind. Es gibt das eine Gesicht, wann die Mikrofone an sind. Das sind Sie gut frisiert, mit gut ausgesuchten, vorbereiteten Wörtern, eloquent. Aber wenn die Kameras ausgeschalten sind, wenn die Mikrofone ausgeschalten sind, dann sehe ich ganz ein anderes Bild. Das sehen wir aus den Chats. Das sehen wir aus den Befragungen. Und dieses Bild ist ein Bild ohne Anstand, ohne Respekt und ohne Moral. Das ist Ihr Charakter und das ist das Bild, das wir sehen, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Herr Bundeskanzler, ich sage Ihnen persönlich, das ist sicher keine leichte Zeit. Wenn man beschuldigt ist in einem Strafverfahren, ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, aber ich sage Ihnen auch eines. Ich sage Ihnen auch eines, Ihre Unschuldsbeteuerungen, die Sie jetzt im Fernsehen und in den Interviews geben, die erinnern mich nur an eines, nämlich an die Unschuldsbeteuerungen von Karl-Heinz Grasser. Vielen Dank. Der Finanz- und Budgetsprecher war das Kai-Jan Greiner. Er hat die dringliche Anfrage vorgestellt. Sie trägt den Titel Ehrlichkeit. Österreich verdient Ehrlichkeit, Anstand und Wollen und vollen Einsatz statt Korruptionsverdacht, Verfassungsbruch und Unwahrheiten darin enthalten. Sind 50 Fragen, die der Bundeskanzler jetzt beantworten wird.